Ja, so offen hing das früher im Cottbuser Stadion der Freundschaft, das Banner der rechtsextremen Hooligan-Gruppe Inferno Cottbus. 2017 hat sich die Gruppe offiziell aufgelöst. Das Banner ist also weg, aber der Geist von Inferno Cottbus infiltriert die Fankurve immer noch. Das hatte der RBB Ende Januar aufgedeckt. Das rechtsextreme Netzwerk ist mittlerweile aber nicht mehr nur im Stadion aktiv, sondern auch in der Stadt Cottbus. Jetzt reagiert man darauf und heute Abend gab es eine Pressekonferenz. Demonstrativer Schulterschluss vor der Presse. Innenministerium, Verfassungsschutz, Stadt- und Fußballverein sind sich einig. Es gibt ein Problem, das gemeinsam gelöst werden muss. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst für die Situation im Stadion. Und wir sind auch gerne dafür bereit, auch die Situation in dieser Stadt, in der wir leben, zu unterstützen. Maßnahme Nummer 1. Im März startet ein Präventionsprojekt. Von der Seite aus wird Energie Cottbus mit den jeweiligen Schulen und mit den Kindergärten, aber in der ersten Konsequenz jetzt erstmal mit den Schulen, in Projektwochen gehen. Das Land unterstützt finanziell, fördert einen Beauftragten für Vielfalt und Toleranz. Die Ausschreibung kommt nach langjähriger Planung ebenfalls im März. Und im Frühsommer will die Stadt das lange geplante Sicherheitscenter einrichten, zeitweise besetzt mit 2 Leuten. Ein Mitarbeiter der Polizei, der Prävention, und ein Mitarbeiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit. Die sind in der Zeit von 12 bis 20 Uhr dort vor Ort und nehmen Probleme auf. Die nächsten Monate werden zeigen müssen, wie wirksam die Maßnahmen tatsächlich sind. Ja, und wie wirksam diese Maßnahmen sind, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen sprechen, Jan Wieser aus der Redaktion Investigatives und Hintergrund. Er beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Hallo Jan. Hallo. Ja, wir haben es gerade gehört in der PK, ein Präventionsprojekt und ein Mitarbeiter für die Sicherheit. Reicht das aus, deiner Meinung nach? Nee, das reicht nicht aus. Also das Schulprojekt, das ist ganz schön, das geht an den Nachwuchs ran, an dem ja auch die Rechtsextremisten interessiert sind. Insgesamt muss man sagen, finde ich dieses Maßnahmenpaket eher lächerlich und ungeeignet, die Probleme, die dort in Cottbus bestehen, die sehr tief liegen und eine sehr lange Historie haben, zu lösen. Wie konnte sich eigentlich dieses rechte Netzwerk in der Stadt in Cottbus so ausbreiten? Ist ja nicht mehr nur im Stadion, ist ja jetzt auch in der Stadt. Ja, das konnte sich vor allem deshalb gut ausbreiten, weil man immer schön weggeschaut hat. Und das sieht man auch bis heute noch, weil auch diese Veranstaltung heute war eigentlich eine große Beschwichtigungsrunde. Da wird gesagt, das Problem, das sei ja schon lange bekannt, wo dann natürlich für mich sofort die Frage aufkommt, ja, warum hat man es bisher noch gar nicht gelöst? Da wird dann manchmal auch immer noch in Cottbus davon geredet, dass das eher so ein bisschen verirrte Jungs sind, die man mal wieder auf Linie bringen muss mit integrativen Maßnahmen. Aber diese Jungs lassen sich natürlich nicht einfach auf Linie bringen und die Verirrung, die sitzt auch sehr tief. Und also das konnte sich dort so ausbreiten, weil man eben einfach weggeschaut hat und das Problem gerne wegredet. Vielen Dank. Also hinschauen hilft auf jeden Fall schon mal. Und das macht ihr natürlich auch weiter in der Redaktion Investigatives und Hintergrund. Danke, Jan, für deine Einschätzung.